Die Parkscheinautomaten an den drei Bezahlparkplätzen an der Hoyerswerdaer Einsteinstraße sowie am Kinghaus und der Bibliothek werden am 18. Dezember außer Betrieb genommen. Diesmal gilt das kostenfreie Parken aber nicht nur über die Weihnachts- und Jahreswechseltage, sondern bleibt dann für immer. Die Fördermittelbindungsfrist für die Flächen ist ausgelaufen, wie es auf Elsterweller Anfrage hieß. Daher werden die Automaten im neuen Jahr abgeschafft. Übrigens war das ein Wahlversprechen des OB von 2006.